In diesem Video möchte ich gerne einmal über den oder das Vergleichen sprechen. Vergleichen wir einmal die Strecke von A nach B und die Strecke von B nach C. Das geht. Dann könnte man sagen, die eine Strecke ist bergiger, die andere Strecke ist flacher. Oder beide sind hügelig und die eine Strecke ist länger, die andere Strecke ist kürzer. Das könnte man objektiv vergleichen. Und da würde sich auch niemand aufregen, dass man zwei Strecken miteinander vergleicht mit objektiven Messwerten. Die eine Strecke ist 10 Meter lang, die andere Strecke ist 100 Meter lang und somit ist die eine Strecke länger oder die eine kürzer wie die andere. Das ist objektiv. Man würde sich keine Gedanken machen, einfach sagen, ja, es ist halt so. Das hat irgendjemand mal so festgelegt mit diesen Maßen und diesen Wert kann man dann vergleichen. Doch wo vergleichen wir auch noch? Das ist zum Beispiel bei Fähigkeiten. Ja, der kann viel besser singen wie der und der. So. Bob Marley kann besser singen wie Mozart. Könnte man vielleicht auch noch machen, weil Mozart vielleicht gar nicht singen konnte, ich weiß nicht. Aber wenn man dann zum Beispiel Bob Marley mit Led Zeppelin vergleicht, beide die Leadsänger, wer kann jetzt besser singen? Ja, das ist vielleicht Geschmackssache. Oder der Herr Müller schaut besser aus wie der Herr Meier. Warum? An was macht man das fest? An welchen Dingen? Am Haarschnitt, an der Kleidung, an dem Preis, was die Kleidung wert ist. Ja, man sieht, es ist schwierig, weil es sehr subjektiv ist und nicht mehr objektiv. Und trotz allem vergleicht man gerne andere Menschen miteinander oder gerne, zu gerne, sich selbst mit anderen. Ach, der ist viel hübscher, der findet natürlich sofort eine Frau, einen Mann. Und man vergleicht, ich bin nicht so hübsch und deswegen finde ich niemanden. Wie kann man das vergleichen? Wieso vergleicht man das überhaupt? Zum einen kann man es gar nicht vergleichen. Weil der eine findet denjenigen hübsch und der andere ein anderes Outfit, sage ich mal. Und wer kann das vergleichen? Und das, was man in dieser Hinsicht zum Beispiel auch nicht vergleichen würde, könnte, weil man es nicht weiß, oft nicht weiß, das sind die Energien, die Ausstrahlung. Man schaut zu sehr auf das optische Äußere, das kann man schon gar nicht bewerten, weil es sehr subjektiv ist. Man könnte vielleicht bewerten, der ist gepflegt und der andere, der hat lauter so dreckige Sachen an. Das könnte man schon ein bisschen. Aber es würde nichts aussagen über den Menschen. Und da vergleichen wir eben gerne, was dann schlussendlich zu Stress und Leid führt. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht hübsch genug. Ich bin nicht schnell genug. Der kann es besser, ja, der kann schneller rennen, dafür kann er vielleicht viele andere Dinge nicht. Und wir vergleichen. Das heißt, wir bräuchten im Endeffekt eine Norm, einen Ausgangspunkt, von dem wir aus vergleichen können. Nur wie will ich vergleichen, ob der eine hübscher ist als der andere? Selbst wenn der eine keine Zähne mehr hätte und wie manche Grotten hässlich ausschauen würde. Vielleicht ist sein inneres Wesen so schön, dass das niemanden interessiert. Oder einer hat Fehlbildungen, Fehlstellungen von Gelenken und schaut halt krumm und schief aus. Dann könnte man sicher vergleichen, ja, die Wirbelsäule bei dem ist gerader, wenn es das gibt, gerader, wie bei dem anderen, natürlich. Aber es sagt wieder nichts aus über das Wesen des Menschen. In der Schule vergleicht man mit Noten und die
Kinder, dummerweise, identifizieren sich damit. Ah, der hat immer nur Zweier und ich habe so viele Vierer. Ja, und wenn die Eltern dann nicht sagen, du bist trotzdem ein gutes Kind, wir lieben dich, egal was du schreibst, dann kriegt es das mit, aber das ist leider nicht bei jedem so. Und dann vergleichen sich die Kinder an den Noten. Oder die Eltern wollen Zweier, das Kind kann nur Dreier schreiben, weil es eben die intellektuellen Fähigkeiten nicht so hat wie ein anderes Kind. Und dann wird bewertet, das Kind kann nichts, das Kind lernt nichts. Vielleicht kann es gar nicht richtig lernen, weil die Hirnverschaltungen nicht funktionieren oder es vielleicht nicht richtig hört oder sieht, auf der körperlichen oder auch auf der energetischen Ebene. Wie will man vergleichen? Und bei Kindern allein sieht man ja schon, was dieses Vergleichen bringt. Eigentlich nichts. Kinder wollen nicht vergleichen. Die wollen einfach spielen, machen, lernen und nicht vergleichen. Nur, sie erlernen es halt von uns Erwachsenen. Mit dieser Notengebung zum Beispiel. Ja. Aber vielleicht hat es nur Dreier, dafür kann es dann schneller laufen, wie das Kind, was halt nur Zweier hat. Das heißt, diese Bewertungen über die Menschen kann man nicht so durchführen. Es funktioniert überhaupt nicht. Auch Fähigkeiten manchmal, weil es nichts bringt. Der kann besser lernen als du, mein Kind. Was nützt es dem Kind? Gar nichts. Man hat nur verglichen, aber was macht man dann mit dem Kind? Wie kriegt man das, dass es eben vielleicht besser lernen kann, Augen und Ohren besser benutzen kann, die Energetik besser benutzen kann? Darum geht es. Und da braucht man nicht sagen, du bist besser oder schlechter. Sondern wenn man spürt oder merkt an gewissen roten Fs, falsch, wenn dann optisch ein bisschen viel da ist, wie gewohnt, dann versucht man einfach das zu verändern, aber nicht so, du kannst nicht lernen, du bist viel schlechter wie der und der oder schlechter wie der Notendurchschnitt. Dann sieht man, da kommen die Menschen, die Kinder, aber bei Erwachsenen ist es auch so, in gewisse Denkmuster rein. Ah, ich bin nicht gut genug, heißt es dann. Wenn man sagt, er ist besser, dann heißt es im Umkehrschluss, ich bin schlechter. Wenn man aber sagt, im 100-Meter-Lauf, der, sagen wir, Thomas rennt 10, was soll ich sagen, 100-Meter-Lauf, 10 Sekunden und der Xaver läuft 13 Sekunden. Und sagt man, der Thomas ist schneller, besser in den 100-Meter-Lauf. Und nicht, der Thomas ist besser. Was sagt es aus? Und manche verstehen es dann vielleicht falsch. Der Thomas ist besser, der kann schneller rennen. Aber im Weitsprung ist er auch weiter im Hüpfen. Und es bringt nichts. Warum kann der eine nicht hüpfen und der andere kann auch hüpfen? Der ist 10 Meter und der hat, ja, 10 Meter hüpfen ist schon weit. Aber egal, 10 Meter und der andere 8 Meter. Beide sind gehüpft. Wenn sie Freude am Hüpfen haben, hat es ihnen Spaß gemacht. Man versucht weiter zu springen wie der andere. Und was passiert, wenn man nicht vergleicht? Wenn man nicht machen würde, du hast den ersten Platz, du hast den zweiten Platz, dann fühlen sich beide gut, weil sie haben beide, der Thomas und der Xaver, sein Bestes gegeben. Und dann interessiert es überhaupt niemanden, ist der jetzt weiter gehüpft, sondern würde schon vielleicht sagen, ja, der kann so weit hüpfen, über den Fluss kommst du drüber, du musst vielleicht noch ein bisschen üben. Und wenn man die Bewertung weglässt, das Vergleichen, dann ist es doch viel schöner. Wenn beide was zeichnen, der eine kann gut zeichnen und der andere kann gar nicht zeichnen, wenn beide ihr Bestes geben,
Dann sagt vielleicht jemand, hey du, das Bild gefällt mir besser. Das ist auch schon eine Bewertung. Aber wenn man sich raussuchen würde, ich nehme dieses Bild, das ist so meins, dann würde man nicht diese Bilder vergleichen, sondern nur der Außenstehende sagt, das Bild nehme ich mit oder das gefällt mir. Dann würde man dieses Vergleichen rausnehmen. Und die ganze Situation bekommt einen ganz anderen Charakter. Und ich denke, man merkt schon, worauf ich hinaus will. Wenn man vergleicht in der Objektivität, in der materiellen Welt, sagen wir, das Auto ist schneller, das andere ist langsamer, das eine hat mehr PS, das andere hat weniger PS. Das bewertet nur die Materie. Und in Aussagen ist es manchmal so, dass man den Menschen irgendwie so, ob man es bewusst macht oder nicht, aber die Aussage, man bewertet den Menschen mit. Der kann schneller laufen. Und dann würde es nur etwas aussagen, der kann schneller laufen und nicht mehr. Ja, Vergleich. Man könnte dann eine Gleichung aufstellen. Thomas gleich Xaver. Wie geht es? Es geht überhaupt nicht. Man kann Menschen nicht vergleichen. Man kann die Fähigkeiten vergleichen. Das Laufen, das Rennen. Man kann sich mehr Zahlen merken. Aber man kann den Menschen hinter diesen Fähigkeiten nicht vergleichen. Doch man macht es, bewusst oder unbewusst, immer gern, dass man vergleicht. Und besonders man sich selbst mit anderen Menschen. Ja, der hat 400 Facebook-Freunde und ich habe 18.000, nein, es gibt ja nur 5.000, glaube ich, 5.000 Facebook-Fans. Was sagt es aus über den Menschen? Ist es ein besserer Mensch, weil er mehr Freunde hat, weil er mehr Likes bekommt? Oder ist es nicht so? Das sagt überhaupt nichts aus, die Zahl. Es sagt nur aus, der hat mehr Facebook-Freunde, der hat weniger. Was dahinter steckt, ob der wirklich mehr weiß, ob der wirklich empathischer ist, ob er wirklich das macht, was er postet zum Beispiel, das sagt die Zahl nicht aus. Überhaupt nicht. Und trotzdem vergleicht man, der hat zu viele Likes, der YouTuber hat 18.000 Abonnenten. Es sagt nichts über den Menschen aus. Und das ist eine große Kunst, sich nicht und andere auch nicht vergleichen. Man kann den Menschen und das Wesen dahinter nicht mit irgendetwas vergleichen. Es ist, wie es ist, nicht mehr und nicht weniger. Oder der ist spirituell schon weiter und der ist spirituell noch nicht weiter. Es wäre wie wenn ich ein Kind mit einem Greis vergleiche. Das ist nur ein anderes Alter. Sagt nichts über irgendwelche Qualitäten aus. Und das gehört irgendwie in dieser Welt, in dieser Zeit einmal verändert. Dieses ständige Vergleichen wollen. Ich bin cooler wie der. Wen es mir interessiert. Mein Hasenpfurz interessiert, wer cooler ist. Was ist cool? Wenn ich die neuesten Klamotten anhabe, bin ich cooler wie der andere, der nur Billigsachen anhat. Man kennt ja die Geschichten gar nicht dahinter. Können sich die Eltern das vielleicht nicht leisten, dass das Kind Markenklamotten trägt? Ist es deswegen schlechter, uncooler? Nein, überhaupt nicht. Wer tief in der spirituellen Energetik drin ist, der weiß, dass Schönheit, Güte, alles das, diese ganzheitlichen Dinge kommen von innen.
Das Äußere ist nur ein kleines Bild, aber es sagt nicht wirklich etwas aus. Ob mein Bart ein bisschen zerzaust ausschaut oder gestylt bis zum geht nicht mehr. Wie will man das bewerten? Ist das jetzt hübscher oder nicht hübscher? Oder cooler, uncooler? Ob ich so einen Bart habe wie Lemmy von Motorhead? Es ist, jeder ist sein eigenes, ja, Unikat. Und man kann nur sich selbst mit sich selbst vielleicht vergleichen. Ah, ich habe das jetzt schon gelernt und das andere habe ich noch nicht. Oder ich kann jetzt, wenn dann Telefonanruf kommt, cool bleiben oder nicht. Aber das bringt einen auch nicht wirklich so viel weiter. Ja, vergleichen kommt gerne durch einen inneren Mangelzustand. Denn warum will man vergleichen? Wenn ich mir ein Auto kaufen möchte, sagt es, kostet 10.000 Euro. Und dann vergleiche ich, was verdiene ich gerade? Was werde ich zurücklegen können? Und dann kann ich so objektiv schätzen, ja, das Auto kann ich mir dann und dann leisten. Das ist möglich. Aber wie will ich vergleichen? Letztes Jahr war ich unspiritueller und jetzt bin ich schon spirituell. Was bringt das? Es bringt gar nichts. Außer die Möglichkeit zu denken, ich bin jetzt besser oder weiter oder umgedreht, ich bin noch nicht weitergekommen. Und dieses Vergleichen erzeugt wieder Stress. Wenn ich besser geworden bin, versuche ich noch weiter zu gehen. Wenn ich schlechter geworden bin oder nicht weitergekommen bin, dann mache ich mir Gedanken, warum ist das so? Und es erzeugt wieder nur Gedanken. Und wer Yoga macht, weiß, Satz von Patanjali heißt Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das Stillstellen aller Bewusstseinsbewegungen. Und Vergleichen ist auch eine Bewegung in unserem Bewusstsein. Nennt man Denken. Ja. Außerdem, wie will man etwas vergleichen, was man gar nicht kennt? Wie will ich denn einen Menschen mit einem anderen Menschen vergleichen? Sagt der ist aber netter, freundlicher und der andere ist immer so unfreundlich. Was bringt einem das? Nicht wirklich viel. Vielleicht mag ich mit dem anderen lieber reden als mit dem, der nicht freundlich ist. Aber dieser Vergleich, was bringt das? Der ist unfreundlicher, der andere ist freundlicher. Wir kennen doch die ganze Geschichte dahinter gar nicht. Warum ist er so unfreundlich geworden? Kinder, wenn geboren werden, sind nicht unfreundlich. Die sind, wie sie sind. Aber wie ist man so geworden, dass man öfter unfreundlich ist? Oder immer zu? Oder wie ist man dazu geworden, dass man immer freundlich ist? Wenn man die Menschen in dieser Hintergrundgeschichte gar nicht kennt. Manche Menschen sind freundlich und wir sagen, oh, die sind freundlich, super, besser als die da drüben. Ja, aber vielleicht ist es nur eine Maske. Vielleicht tun sie nur so, dass sie Anerkennung bekommen. Und so sieht man, dieses Vergleichen, es bringt gar nichts. Denn das Vergleichen kommt immer aus dem Denken. Und Vergleichen aus einem Mangelzustand. Das Ego, das Ich, oder manche sagen, das innere Kind, der innere Erwachsene, der kindliche Erwachsene, kann auch sein, vergleicht, weil er nicht gut genug ist. Oder das Gefühl hat, besser zu sein, aber er möchte nicht schlechter werden, weil dann kommt das innere Kind, das innere Ego wieder, was im Mangel ist, hervor. Wenn man einfach so ist, wie man ist, muss man nicht vergleichen. Man muss gar nichts vergleichen. Man schaut nur auf sich selber und spürt, ist der Typ wirklich freundlich oder grandig oder nur gerade jetzt, dann habe ich ja kein Problem damit. Und dann, wenn man hineinspürt, muss man nicht vergleichen. Wenn der unfreundlich ist, dann gehe ich halt wieder. Muss ich nichts vergleichen.
Das ist ein Gefühl und eine Reaktion, ich gehe. Oder wenn ich sage, naja, der Bankdirektor, der ist unfreundlich, aber ich brauche jetzt gerade diesen Kredit, naja, dann halte ich es an mich aus. Oder ich gehe zu einer anderen Bank. Dann würde ich einfach spontan entscheiden und nicht vergleichen. Und wie gesagt, Kinder lernen das schon, zu vergleichen. Und es tut nicht wirklich gut. Ja, das war der Reim zum Schluss. Und verabschiede mich wieder. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die diese Videos immer wieder mal anschauen und Interesse zeigen. Freut mich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.